Sehr gerne. Vielen Dank, Katja. Danke, dass ich hier sein darf. Das ist mir wirklich eine Ehre. Und ich freue mich, euch jetzt ein bisschen in meine Story reinzunehmen. Und ich möchte starten mit der Frage, was machst du, wenn du Hunger hast? Wahrscheinlich was zu essen holen. Und ganz ehrlich, ich muss jetzt ist der Moment gekommen, wo ich beichte. Wenn ich Hunger habe, suche ich als erstes nach Schokolade. Denn ich liebe Schokolade und ja, da gucke ich immer, was ich noch so finde. Und ich glaube, dass ich bin der tiefen Überzeugung, dass Schokolade gut ist. Aber ich glaube, ich weiß selber auch, dass es vielleicht nicht das Gesündeste ist und mich vielleicht so direkt stillt, aber vielleicht nicht unbedingt das ist, was mich wirklich positiv füllt. Und vor genau einem Jahr war ich in einer Situation, wo ich sowas Ähnliches erlebt habe, nicht jetzt direkt mit wortwörtlich Essen, sondern wirklich so mit der Sehnsucht nach Anerkennung und Liebe. Und ich glaube, dass wir oft suchen und schauen, okay, womit kann ich mich füllen? Und ich glaube, unsere Welt ist auch echt eine Welt, in der wir viele Eindrücke bekommen, in der wir unglaublich viel gefüttert werden. Und ich glaube, dass wir vieles aufnehmen und uns mit vielem füllen lassen, was uns aber nicht wirklich erfüllt. Und ich möchte dich fragen, womit füllst du dich, was dich nicht wirklich erfüllt? Vor einem Jahr war ich in der Situation, wo ich gemerkt habe, boah, in mir drin suche ich nach Liebe und Anerkennung. Und ich habe gesucht und habe mich füllen lassen mit den Dingen um mich. Und ich habe mich immer mehr füllen lassen, weil die Stimme immer lauter wurde. Und ich dachte, dann gebe ich ihr immer mehr und immer mehr. Bis ich wirklich an einen Punkt kam, wo ich gemerkt habe, es tut mir nicht gut, womit ich mich gerade fülle. Es tut mir nicht gut mit dem, was ich meine, was mir gut tun würde. Und Freunde haben das auch gemerkt und haben mich dann darin gestoppt und haben mir dazu geholfen, mich darin zu stoppen. Und ich habe in dem Moment wirklich gemerkt, es ist wichtig, das loszulassen und mich nicht weiter damit zu füllen. Und in dem Moment, wo ich aufgehört habe, mich mit diesen Sachen zu füllen, die von außen kommen und die mir angeboten wurden, habe ich mich in einem Chaos wiedergefunden. Und es war absolut nichts in Ordnung. Und ich weiß nicht, wenn du dich in einem Chaos wiederfindest, wo irgendwas aufgebrochen ist, was ja wirklich ein Durcheinander in dein Leben bringt, da kam als zu mir der erste Gedanke, boah, es war schon schmerzhaft, überhaupt zu erkennen, dass ich in diesem Chaos bin. Und wie viel Kraft ziehen da wird es jetzt noch, dieses Chaos erst wieder aufzuräumen und zu sortieren. Und wirklich so bildlich gesprochen, saß ich in diesem Chaos und ich wusste nicht mal bei vielen Dingen, woher die überhaupt kommen oder wo die hingehören. Und das hat mich echt, schon allein der Gedanke daran, das jetzt selber wieder aufräumen zu müssen, hat mich unglaublich viel Kraft gekostet. Und in dem Moment habe ich gemerkt, dass ich mich jetzt wirklich, spätestens jetzt, nach Gott ausstrecken muss und fragen muss, Gott, bitte sei bei mir in diesem Moment. Und ich glaube, dass Gott die ganze Zeit da war, aber ich so auf meine Umstände geguckt habe und versucht habe, mich füttern zu lassen. Und dann in dem Moment, als ich in dem Chaos war, versucht habe aufzuräumen. Und als ich gemerkt habe, ich schaffe das nicht, habe ich gesagt, okay Gott, bitte sei du jetzt hier. Und habe ihn angebetet und gepriesen und gelobt und ihm gedankt, dass er da ist, obwohl ich nicht bei ihm war. Und das Krasseste an der ganzen Sache ist, in dem Moment, wo ich dann wieder auf meine Umstände geguckt habe, waren die Dinge einfach sortiert. Und das klingt vielleicht unrealistisch, weil ich glaube auch, wenn ich zum Beispiel einen stressigen Tag habe und denke, boah, jetzt mir Zeit zu nehmen, um zu Gott zu kommen und ihn darum zu bitten, mir zu helfen, würde mir noch mehr Zeit nehmen. Aber ich habe so oft erlebt, dass plötzlich andere Dinge sich in Luft aufgelöst haben, dass Dinge sich sortiert haben. Und es muss gar nicht so dramatisch sein wie bei mir vor einem Jahr, was wirklich emotional und seelisch war, sondern es können auch Kleinigkeiten sein, wie letztens saß ich in der Arbeit und ich musste ein Teammeeting vorbereiten und ich hatte 8 verschiedene Leute, die ich zu einem Termin zusammenbringen muss und es gab einfach keine Möglichkeit. Jeder hatte einen anderen Stundenplan, es schien unmöglich und ich habe echt überlegt, wie ich das machen kann. Und es ist so eine kleine Sache, aber dann in dem Moment habe ich gesagt, boah Gott, ich schaff's nicht, ich habe keine Ahnung, ich kann ja deren Stundenplan nicht ändern und habe in dem Moment gesagt, okay Gott, du musst das jetzt machen. Und wirklich eine Stunde später habe ich die Nachricht bekommen, dass bei welchen zufällig was verschoben wurde und wir plötzlich einen Termin hatten, wo alle konnten. Und ich finde es so stark und ich möchte dich ermutigen,
zu gucken, okay, was ist meine Waffe? Denn ich glaube, dass Waffe in so einem Moment, da ist seine Waffe in so einem Moment Lobpreis und Dank ist. Und ich werde auch gleich ein Lied singen, in dem das sehr, sehr klar deutlich wird, dass das Einzige, was wir tun müssen, ist in Kampfstellung zu gehen und Gott anzubeten und Gott zu preisen. Und in dem Moment kommt er schon, hat den Kampf für uns gekämpft und nennt es unseren Sieg. Obwohl wir an dem Ort geblieben sind, an dem Gott ist und gar nicht aktiv in den Kampf gegangen sind, sondern einfach ihn angebetet haben und er unseren Sieg erkämpft hat. So eine coole Story, vielen Dank dir. Du kannst schon mal rübergehen, wir hören jetzt gleich diesen wunderbaren Song von dir und wenn ihr eine Frage habt an Jule zu dem, was sie gerade erzählt habt oder zu dem Song, dann stellt die gerne in dem Chat auf unserer Lifeline-Seite und wir sind gespannt, was ihr gerne erfahren möchtet. Jetzt freuen wir uns aber erstmal auf das Lied. You go before I know that you've even got. My war, and you come back with the head of my enemy. You come back and you call it my victory. Oh, go before I knew that you've even come to win my war. Your love becomes my greatest defense. It leads me from the dry wilderness, and all I did was pray. All I did was worship, and all I did was bow down, and all I did was stay still, and and so
picked up all my pieces, put me back together. You are the defender of my heart. When I thought I lost me, you know where I left me. You reintroduced me to your love. You picked up. Up all my pieces, put me back together.